Yo Leute, Crymax hier und heute melde ich mich endlich mal wieder zurück mit einem neuen Video von mir. Ja Leute, 3 Tage lang kam jetzt kein Video von mir und die meisten von euch haben sich vielleicht schon gefragt, wo ich denn überhaupt bleibe, da ihr normalerweise täglich auf meinem Kanal GTA 5 Content bekommt. Aber Leute, die letzten Tage hat es einfach nicht geklappt. Ich habe einfach nur krank im Bett gelegen. Diejenigen, die mir von euch auf Facebook folgen, die werden es mitbekommen haben. Da habe ich nämlich gepostet, dass wirklich gar nichts geklappt hat. Ich musste sogar das Training ausfallen lassen und Leute, glaubt mir, wenn ich das Bizeps-Training ausfallen lasse, dann ist es wirklich ernst. Und dementsprechend konnte ich natürlich auch kein Video für euch aufnehmen. An der Stelle auch nochmal danke an die ganzen guten Besserungswünsche oder wie auch immer man das nennen möchte auf Facebook von euch. Wer mir von euch noch nicht auf Facebook folgt, der sollte das auf jeden Fall tun, um in Zukunft wirklich nichts mehr zu verpassen. Ja Leute, aber heute melde ich mich endlich mal wieder zurück und jetzt geht es auch wieder weiter mit täglichen Videos von mir. Und zwar melde ich mich heute mit einer neuen Info zu den Banküberfällen zurück, denn da wurden mal wieder einige Sachen aus dem Coding rausgefunden, denn nun waren ja jetzt vor ein paar Tagen die GTA 5 Server für 6 Stunden down, heißt man konnte nicht online spielen und nach diesen 6 Stunden, ja, da war das Coding von GTA 5 verändert, dort waren neue Sachen zu finden, heißt Rockstar Games hat auf jeden Fall in diesen 6 Stunden an dem Spiel gearbeitet und auch einige neue Sachen in das Spiel hinzugefügt. Was das für neue Sachen sind, das werde ich euch jetzt sagen, und zwar handelt es sich um 4 neue Fahrzeuge, die zu sehen sind. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden, also den Ausschnitt aus dem Coding. In diesem Ausschnitt von dem Coding sind auf jeden Fall einige Fahrzeuge zu sehen, über die ich schon berichtet habe, wie zum Beispiel das Enduro-Motorrad, der Karin Technical oder auch der Hydra Kampfjet. Wer dieses Video über diese Fahrzeuge noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung schauen. Dort kann ich euch das ja mal verlinken. Aber nach diesen 6 Stunden sind dort eben, wie schon eben gesagt, 4 neue Fahrzeuge zu sehen. Und zu diesem werde ich jetzt einfach mal was sagen und euch jeweils ein Bild einblenden. Starten wir zunächst oben mit dem Dinky-Schlauchboot. Und jetzt fragt vielleicht der ein oder andere von euch, warum denn da neu das Dinky-Boot dazukommen ist, obwohl es dieses Schlauchboot schon die ganze Zeit in GTA 5 gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, da weiß ich selbst nicht genau, warum das jetzt wieder neu dazugekommen ist. Vielleicht gibt es ja eine neue Version von diesem Schlauchboot, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass man dieses Schlauchboot dann später bei den Banküberfällen benutzen wird, weil man ja in dem Trailer auch gesehen hat, wie eine Yacht überfallen wurde, und vielleicht benutzt man ja so ein gepanzertes Schlauchboot oder so eine gepanzerte Version von dem Dinky eben, um diese Yacht zu überfallen. Auf jeden Fall wird dort noch eine andere Version von diesem Schlauchboot erscheinen. Weiter geht es mit dem Tanker. Die eingefleischten GTA-Fans von euch, die werden auf jeden Fall schon wissen, um was es sich dabei handelt. Der Tanker ist ein Truck aus GTA 1, wurde in GTA San Andreas auch nochmal überarbeitet. Hier jetzt an der Stelle einfach mal ein Bild davon. Und ja, wie gesagt, der ein oder andere wird diesen Truck schon kennen, der ein oder andere große GTA-Fan von euch. Und dieser Truck wird auf jeden Fall jetzt wieder zurück nach Los Santos kommen, weil ja GTA San Andreas auch schon in Los Santos gespielt hat. Und dieser wird jetzt auch wieder zurückkommen in GTA 5. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Weiter geht es mit dem Gang Burrito. Und ja, das ist ebenfalls ein Auto, das wir bereits in GTA 5 haben. Hier auch nochmal ein Bild davon. Und warum das jetzt auch nochmal neu in dem Coding ist, keine Ahnung. Vielleicht gibt es von diesem Van auch nochmal eine andere Version, denn das ist jetzt von dieser einen Gang, und vielleicht gibt es dann nochmal eine andere Version von einer anderen Gang. Muss ich auf jeden Fall noch schauen, was da auf uns zukommen wird. Da werde ich natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten. Momentan weiß man einfach nur diese Namen von den Fahrzeugen, aber welche Versionen davon noch dazukommen werden, kann ich momentan noch nicht sagen. Und dann zu guter Letzt hätten wir dann noch den Boxwill. Boxwill, das ist dieser übelste, ja, dieser übelste Kastenwagen, sage ich jetzt einfach mal. Ich werde euch davon natürlich auch mal ein Bild im Hintergrund einblenden. Das ist dieses Go Postal Boxwill Auto. Und Boxwill ist einfach die Marke von dem Auto und davon gibt es mehrere in GTA. Hier an der Stelle ist jetzt einfach von, ja, von Go Postal. Das gibt es von allen möglichen Firmen in GTA 5. Und da wird auf jeden Fall auch nochmal was anderes auf uns zukommen. Vielleicht noch ein Go Postal Auto, das man eben, ein Boxwill Auto, das man dann eben benutzt, um dieses, ja, um die Ware von den Banküberfällen zu verstauen oder keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall wird da noch eine andere Version von diesem Boxwill Auto in das Spiel hinzukommen. Ja, Leute, auf jeden Fall alles ziemlich coole Infos, weil es schon mal Sachen waren, die schon in dem Spiel drin sind oder mal in dem Spiel dabei waren. Diese werden jetzt nochmal überarbeitet in das Spiel hinzukommen und ich finde, das geht einfach alles so in Richtung Banküberfälle, weil ein Van, ein gepanzertes Schlauchboot und so, das sind wirklich alles Sachen, die man eben für die Banküberfälle benötigt, und vielleicht gibt es ja einfach davon dann nochmal so gemoddete und kugelsichere Versionen, die man dann eben bei den Banküberfällen benutzen kann. Genau weiß ich da momentan, wie gesagt, auch noch nicht Bescheid. Schreibt mir doch einfach dazu mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall wie immer richtig interessieren, mit euch darüber in den Kommentaren zu diskutieren. Was denkt ihr? Was erwartet uns mit diesen Fahrzeugen? Dann hoffe ich natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt wie immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.